Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Achtung, Achtung! Hier kommt eine wichtige Durchsage. Heute bekommt Leonie einen tollen, genialen neuen Kleiderschrank. Ein neuer Kleiderschrank für Leonie. Aber der muss ja erstmal aufgebaut werden. Und das ist gar nicht so leicht. Klug gemacht. Papa und Mama haben einen neuen Kleiderschrank für Leonie gekauft. Der Schrank hat 3 Türen, einen großen Spiegel und viele Schubfächer, kleine und große. Leonie freut sich riesig. Das kann Timo überhaupt nicht verstehen. Wie kann man sich über einen Kleiderschrank so freuen? Leonie besteht drauf, den Schrank selbst zusammenzubauen. Mit Schraubenzieher und Hammer bewaffnet, schließt sie sich in ihrem Zimmer ein. Den ganzen Nachmittag schraubt, dübelt und hämmert Leonie. Erst gegen Abend kommt sie aus ihrem Zimmer raus. Könnt ihr mir helfen, die großen Teile zusammenzuschrauben, fragt sie. Mama und Papa packen mit an. Aber jetzt geht das Diskutieren los. Leonie zeigt, wie die beiden die Teile halten sollen, damit sie alles zusammenschrauben kann. Doch Papa meint, dass Leonie das falsch macht. Ich habe mir die Abbildung ganz genau angeschaut. Das gehört so, behauptet Leonie. Das kann so gar nicht passen, antwortet Papa. Mama meint, dass Leonie bestimmen soll. Es ist ihr Schrank und sie schraubt schon den ganzen Nachmittag dran. Na, du wirst schon sehen, dass das so nicht geht, protestiert Papa. Aber genau so steht es in der Anleitung und die hatte bisher immer recht, kontert Leonie. Sie schrauben mehrere Bretter zusammen. Dann sieht der Schrank fast fertig aus. Nur noch die Schubladen und die Türen. Alles passt und sieht toll aus. Leonie grinst. Na, Papa, passt doch. Papa muss jetzt auch lachen. Was ein 12-jähriges Mädchen nicht alles kann, sagt er bewundernd. Weil ich die Aufbauanleitung gelesen habe, nickt Leonie zufrieden. Es ist egal, wie groß oder klein wir sind. Wenn wir in der Bibel lesen und die Tipps, die Gott uns für unser Leben gibt, ernst nehmen, wird unser Leben gelingen. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht danach aussieht. Die Bibel ist unsere Lebensbauanleitung. Sie hilft uns, unser Leben gut zu gestalten. Und wisst ihr was? Ich freue mich, dass Leonie so schlau war und alles verstanden hat und Papa und Mama sagen konnte, wie es funktioniert. Toll, oder? Genial! Ihr tollen Menschen, wir sehen uns morgen wieder. Eure Nola!